In diesem Video erzählen wir dir von Nikola Teslas letzter Nachricht und seiner Vorhersage an zukünftige Generationen, die in alten Dokumenten zu finden ist. Möglicherweise hat Tesla die Entwicklung des Smartphones fast ein Jahrhundert vor dessen tatsächlicher Entstehung voraus. Wow. Der Kampf der Frau für die Gleichberechtigung der Geschlechter wird in einer neuen Geschlechterordnung enden, in der die Frau die Übermacht hat. Tesla stellte sich Flugzeuge vor, die keinen Treibstoff brauchen. Ich erwarte, dass ich Gedanken fotografieren kann. Seltsamerweise zerstörten die Vereinigten Staaten den Turm 1917 aufgrund des Gerüchts, dass deutsche Spione ihn benutzen würden. Ajo. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Und jetzt gehen wir rein in die Tesla-Doku. In dieser Ära der Technologiebesessenheit vergöttern wir unsere Tech-Helden. Die führenden Köpfe der Technologiebranche werden wie Rockstars behandelt und ihre Ankündigungen von Spitzentechnologien werden von Milliarden von Menschen weltweit gehört. Der serbische Erfinder Nikola Tesla, der fast 300 Patente hielt und für so bahnbrechende Technologien wie den Wechselstrom verantwortlich war, war eine der ersten Ikonen. Nikola Tesla, ein serbisch-amerikanischer Ingenieur und Physiker, machte zahlreiche Fortschritte bei der Erzeugung, Übertragung und Nutzung von elektrischem Strom. Er erfand den ersten Wechselstrommotor und leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung der Technologie zur Erzeugung und Übertragung von Wechselstrom. Trotz seiner Berühmtheit und seines Respekts gelang es ihm nie, seine unzähligen Erfindungen in langfristigen finanziellen Erfolg umzuwandeln. Ist voll krass die Geschichte auch mit Thomas Edison und so. Thomas hieß der Thomas, aber mit Edison auf jeden Fall. Sehr, sehr traurig, was mit Tesla passiert ist, auch wie einsam der gestorben ist und so. Obwohl es ein guter Typ war, der eigentlich die Wissenschaft nur gemacht hat, um Menschen zu helfen. Und das ist halt wieder die Sache, das merkst du immer wieder. Leute, die das Augenmerk darauf legen, wirklich was Gutes für die Menschen zu tun und diesen Erfolg und das Geld nicht im Vordergrund haben, wie die heutigen Tech-Leute, die werden ausgenutzt, mit denen wird ein scheiß Spiel gespielt. Die werden vergessen irgendwann, deren Ideen werden geklaut, weil die Menschen nicht einfach zu korrekt sind. Das ist sehr, sehr traurig. Anders als Thomas Edison, sein Hauptkonkurrent und ehemaliger Arbeitgeber. In diesem Video erzählen wir dir von Nikola Teslas letzter Nachricht und seiner Vorhersage an zukünftige Generationen, die in alten Dokumenten zu finden ist. Am 10. Juli 1856 wurde Die Miss Julia sagt, Tesla wurde doch ermordet. Also laut meinen Informationen wurde Tesla nicht ermordet, sondern es ist halt wahrscheinlich dann auch eine Verschwörungstheorie, was du gerade sagst, weil der wurde ja einfach halt aufgefunden in einem Hotelzimmer, in dem er gelebt hat, was finanziert war von einem seiner ehemaligen Leute, die ihn unterstützt haben. Ja, das ist so der offizielle Bericht. Keine Ahnung, was da vielleicht noch hintersteckt. Kleiner. I like that. Könnte man auch mal recherchieren an der Stelle. In der kroatischen Stadt Smiljan geboren. Er kam inmitten eines Blitzeinschlags zur Welt. Die Hebamme sagte angeblich voraus, dass das Kind nach der Hälfte der Geburt ein Kind der Dunkelheit sein würde, worauf die Mutter angeblich antwortete, nein, er wird ein Kind des Lichts sein. Sie hatte keine Ahnung, wie prophetisch sich diese Worte erweisen würden. Im Laufe seiner Kind des Lichts. Warum sagt eine Hebamme zu der Mutter, das wird ein Kind der Dunkelheit sein? Feier ich nicht. Lebens änderte sich seine Popularität, aber sie erreichte vor kurzem ihren Höhepunkt. Er ist heute Tesla war verrückt nach den Zahlen 369. Ja, da habe ich mir auch ein Video reingezogen. Ist aber auch heftig, ne? 369 und vor allen Dingen die 9, wie die Zahl überall vorkommt. Nur eine Kultfigur. Seine Vorhersagen über zukünftige Technologien haben Tesla zu einem wahren Orakel unserer Zeit gemacht und sein Name ziert eines der wichtigsten Technologieunternehmen unserer Zeit. Nikola Tesla hatte einige verblüffende Vorhersagen für die Zukunft, von denen einige sogar wahr wurden. Uppercut XX, danke für den Support, Brüdi. Ich küsse dein Herz. Hau mal eine Faust in den Bildschirm rein. Auf entspannt, Digi. Skrrr. Faust in den Motherfucker. Schon als Kind hatte er Visionen und Lichtblitze, die es ihm unmöglich machten, zwischen der realen Welt und seiner Vorstellung zu unterscheiden. Dies blieb konstant. Durch die Visionen konnte er sich Erfindungen in seinem Kopf so detailliert vorstellen. Einer fragt gerade, glaubst du, es gibt freie Energie? Das ist ja das, was er hier quasi gebaut hat und versucht hat umzusetzen. Leider ist er halt vorher gestorben, beziehungsweise nicht gestorben, sondern pleite gegangen und dann haben die diesen Turm abgerissen. Wir haben uns gestern eine Pyramiden-Doku reingezogen, wo eine Frau, beziehungsweise eine Dokumentation, die Theorie aufgestellt hat, dass die Ägypter das auch mit den Pyramiden versucht haben oder vielleicht schon gemacht haben, dass die freie Energie zur Verfügung stellen konnten und dass die Pyramiden quasi dieser Turm waren und die freie Energie so rausgespreadet haben an der Stelle. Sie nicht einmal skizzieren musste. In einem Artikel von 1919 beschrieb er, wie die Entwürfe in seinem Kopf verfeinert wurden. Er bemerkte einmal, dass sein Gerät immer so funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat und dass das Experiment genau so ausfällt, wie er es sich gedacht hat.
In den letzten 20 Jahren hat es keine einzige Ausnahme gegeben, sagte Tesla. Tesla führt sein Interesse an Erfindungen auf seine Mutter zurück. In ihrer Freizeit stellte seine Mutter eine Vielzahl von kleinen Haushaltsgeräten her. Sie besaß ein eidetisches Gedächtnis, das es ihr ermöglichte, ein Bild aus dem Gedächtnis genau abzurufen, und sie gab diese Fähigkeit an ihren Sohn weiter. Teslas Vater war krass und wollte, dass er in seine Fußstapfen tritt, aber Tesla hatte eine Leidenschaft für Technik. Spread it out, man. Gib mir die Spready-Vibes, Bro. Sein Vater versprach ihm, ihn auf die Ingenieurschule zu schicken, wenn er als Teenager die Cholera überleben würde, und wie durch ein Wunder tat er das auch. Er zog nach Österreich, um die Technische Hochschule in Graz zu besuchen, wo er Berichten zufolge jeden Tag von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr nachts. Österreich, da schließt sich der Kreis. Ist die militante Veganerin nicht auch von da, die Raffaella? Arbeitete. Die Professoren befürchteten, dass er an Erschöpfung... Von wo hast du die frische Jacke? Das ist das Nationaldress von Nigeria, Bro. ...an Erschöpfung sterben würde. Tesla besaß einen außergewöhnlichen Verstand. Er sprach 8 Sprachen und konnte in seinem Kopf rechnen. Er war anfangs ein guter Schüler, weigerte sich aber, die Schule zu beenden. Tesla verließ die Schule vorzeitig, reiste durch ganz Europa und ließ sich schließlich in Viele von den großen Köpfen hatten Probleme mit der Schule, ne? Einstein, glaube ich, auch. Pest nieder, wo er als Elektriker für eine Telefongesellschaft arbeitete. Teslas Vorhersage einer Datenübertragung ohne Kabel wurde mit der Erfindung des Internets in den frühen 1990er Jahren wahr. Verschiedene Theorien und Entwürfe zur drahtlosen Datenübertragung waren das Ergebnis von Nikola Teslas Besessenheit von diesem Thema. Tesla wollte weitergehen als Guglielmo Marconi, der als erster Briefe in Morsecode über den Atlantik geschickt hatte. Er behauptete kühn, dass die drahtlose Technologie eines Tages die weltweite Übertragung von Musik, Videos, Dokumenten und Telefonsignalen ermöglicht. Krasser Typ. Das ist ihm zwar zu Lebzeiten nicht gelungen, aber seine Vorhersage hat sich Anfang der 1990er Jahre mit der Entwicklung des Internets bewahrheitet. Auch in einem Interview mit dem Magazin Colliers im Jahr 1926 sagte Tesla die Zukunft voraus. Auf der Grundlage seines Konzepts einer Technologie, die Bilder, Musik und sogar Videos über den ganzen Globus übertragen kann, prägte er den Begriff Westentaschentechnologie. Möglicherweise hat Tesla die Entwicklung des Smartphones fast ein Jahrhundert vor dessen tatsächlicher Entstehung voraus. Wow. Sehen. Wir werden in der Lage sein, Ereignisse mitzuerleben und zu hören. Ja, Loco, genau das Gleiche wollte ich auch sagen. Ich schwöre auf alles. Der Marconi hat 17 von Teslas Patenten dafür benutzt. Tesla stört das nicht. Der hat dann einfach was Krasseres erfunden, der Bruder. Als ob wir dabei wären, sagte er in Bezug auf die Technologie. In seinem Interview mit Colliers aus dem Jahr 1926 mit dem Titel When Woman is Boss, wenn die Frau der Boss ist, ging es vor allem um seine Überzeugung, dass Frauen die drahtlose Technologie nutzen würden, um ihre Bildungs- und Beschäftigungsaussichten zu verbessern und schließlich die Männer als dominierendes Geschlecht zu überholen. Auch wenn es schwierig ist, eine direkte Verbindung zwischen der Technologie und der sozialen und politischen Befreiung der Frauen im letzten Jahrhundert herzustellen, ist es krass. Tesla hat auch den Feminismus vorhergesagt, oder was? Unbestreitbar. Bro, ich will mit dem reden. Das wäre so geil, ey, wenn es solche Menschen noch heute geben würde, ne? Beziehungsweise wenn man so Zeitreisen machen könnte und einen Talk mit Tesla raushauen könnte. Bro, krass. Stell dir vor, so ein Typ wie ich macht einfach Talk mit Tesla. Dass Frauen weltweit in Führungspositionen aufsteigen. Frauen nutzen heute die Technologie, um das Bewusstsein für internationale Themen und Bewegungen, die Girly-Vibes, die MeToo-Kampagne und das Recht der Mädchen auf Bildung zu verbreiten, die gesamte weibliche Bevölkerung weltweit betreffen. Der Kampf der Frau für die Gleichberechtigung der Geschlechter wird in einer neuen Geschlechterordnung enden, in der die Frau die Übermacht hat, sagte Tesla. Tesla krass. Stellte 1898 das wusste ich noch nicht. Auf einer Elektroausstellung im Madison Square Garden in New York einen Draht Tesla im Love Talk so. Großen ferngesteuerten Teleautomaten vor. Heute würden die meisten Menschen dieses Gerät als ein ferngesteuertes Spielzeugboot bezeichnen. Er verblüffte die Schaulustigen mit dieser neuen Technologie, die sich die Möglichkeiten der drahtlosen Kommunikation, der Robotik und der Logikgatter zunutze machte. Sein 3 Meter langes, mit Antennen ausgestattetes Boot manövrierte. Da habe ich auch eine Doku gesehen, dass die dachten, der ist verrückt. Und die haben gedacht, weißt du, was die gedacht haben? Die haben gedacht, da sitzt ein Affe drin, den die trainiert haben, damit er das Boot steuern kann. Einen Wasserpunkt, während blinkende Lichter es vor allem magisch erscheinen ließ. Tesla, das können wir bezeugen, dachte an eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten für ferngesteuerte Maschinen, während militärische Köpfe die potenzielle Verwendung dieses Bootes als Torpedo sahen. In unseren Häusern gibt es zahlreiche ferngesteuerte Geräte und das Militär hat Fernwaffen wie Drohnen und Raketen in großem Umfang eingesetzt. Viele Leute dachten, ein kleiner Affe würde das Boot von innen steuern. Es war gar nicht so weit von den Fortschritten in der Drohnentechnologie entfernt, die wir in den letzten Jahren erlebt haben,
und er glaubte, dass es eines Tages einen Platz für ferngesteuerte Maschinen geben würde. Er erklärte kühn, dass der Fortschritt der gesamten Menschheit von der verfügbaren Energie abhängt und spielte damit auch seine Überzeugung an, dass die Bereitstellung von kostenlosem Strom denjenigen zugutekommen würde, die mit Entbehrungen und Armut zu kämpfen haben. 1901 Geile Vision. Begann er mit dem Bau von Wardenclyffe Tower, einem drahtlosen Kommunikationsturm an der amerikanischen Ostküste, um Energie über den Atlantik zu schicken. Leider wurde er nie fertiggestellt. Sein Plan, die Welt mit Strom und einem frühen Internet zu versorgen, scheiterte 1902 im wahrsten Sinne des Wortes. Teslas Investoren von JP Morgan waren nicht glücklich darüber, dass er alles umsonst angeboten hatte. Um das Geld aus dem Schrott wiederzubekommen, wurde der Turm in die Luft gesprengt und die Welt musste weitere 90 Jahre auf ein öffentliches weltweites Netz warten. Der Tower of Power wurde 1904 in Shoreham, Long Island, New York, dank Teslas Arbeit an einem Stromgenerator, der Energie drahtlos übertragen konnte, teilweise gebaut. Er hatte eine kugelförmige Spitze mit einem Durchmesser von 68 Fuß und einer Höhe von 187 Fuß. Seltsamerweise zerstörten die Vereinigten Staaten den Turm 1917 aufgrund des Gerüchts, dass deutsche Spione ihn benutzen würden. Tesla prophezeite Elektroautos und Autopiloten, was er in einem Interview so ausdrückte. Schon 1898 schlug ich Vertretern eines großen Industriekonzerns den Bau und die öffentliche Vorführung eines Automobilwagens vor, der, wenn er sich selbst überlassen würde, eine Vielzahl von Tätigkeiten ausführen würde, die so etwas wie Urteilsvermögen erfordern. Tesla stellte sich Flugzeuge vor, die keinen Treibstoff brauchen. Dieses Konzept beruht auf der Möglichkeit der Energieübertragung über weite Entfernungen ohne Drähte. Er erklärte, dass der Antrieb von Flugmaschinen, die keinen Treibstoff benötigten und nicht den gleichen Regeln unterliegen wie Flugzeuge und Luftschiffe, wahrscheinlich die wertvollste Nutzung der drahtlosen Energie sein wird. Krank. Scheiße. Das ist so heftig, Mann. Er stellte sich vor, dass Menschen in der Lage sein werden, in wenigen Stunden von New York nach Europa zu fliegen. Tesla war der Meinung, dass internationale Grenzen weitgehend beseitigt würden. So, fliegst einfach mit dem Flieger und kriegst von irgendwo anders Energie, damit du fliegen kannst. Brauchst keinen Treibstoff mehr, musst nicht tanken, keine Motoren wahrscheinlich. So einfach auf Energiebasis. Was ein bedeutender Schritt in Richtung Vereinigung und friedliche Koexistenz der verschiedenen Rassen auf der Welt wäre. Würde halt dann deutlich weniger Geld gemacht werden, wenn es umgesetzt worden wäre. Seiner Meinung nach würde die drahtlose Verbindung nicht nur die Versorgung einer Region mit Energie ermöglichen, selbst wenn diese unzugänglich ist, sondern auch politisch einflussreich sein, da sie unterschiedliche nationale Interessen zusammenbringt und das Verständnis fördert, anstatt Konflikte zu schüren. Oh man. Seinen letzten Lebensjahren arbeitete Tesla an einer Teilchenstrahlwaffe, von der er glaubte, dass sie allen Kriegen ein Ende bereiten würde. Sie wäre so stark, dass sie alles ausschalten könnte, was der Feind auf dich wirft, selbst aus großer Entfernung. Ein Krieg wäre sinnlos, wenn es in jeder Nation eine solche Waffe gäbe. Die Idee der gegenseitig zugesicherten Zerstörung war der Eckpfeiler des Kalten Krieges, weil die Seiten mit Atomwaffen es nicht wagten, einander... Was für schöne Vision der Bruder hat, ne? ...anzugreifen, obwohl der Strahl nie gebaut wurde und die Pläne dafür auf mysteriöse Weise verschwanden. In einem Interview aus dem Jahr 1933 erläuterte er einige Konzepte, die ihm absurd erschienen. Diese besondere Erfindung würde in der heutigen Zeit eher einem MRT ähneln, denn sie kann einige der Funktionen erfüllen, auf die Tesla hier anspielt. Ich erwarte, dass ich Gedanken fotografieren kann. Als ich 1893 bestimmte Untersuchungen durchführte, kam ich zu der Überzeugung, dass ein bestimmtes Bild, das in Gedanken entsteht, durch Reflexwirkung ein entsprechendes Bild auf der Netzhaut erzeugen muss, das von einem geeigneten Apparat gelesen werden kann. Wenn es stimmt, dass ein Gedanke ein Bild auf der Netzhaut widerspiegelt, dann ist es nur eine Frage der Beleuchtung desselben Objekts und der Aufnahme von Fotos und der Anwendung der üblichen Methoden, um das Bild auf einen Bildschirm zu projizieren. Wenn das geht, dann würden die Objekte, die sich eine Person vorstellt, deutlich auf dem Bildschirm wiedergespiegelt werden, so wie sie sich bilden, und auf diese Weise könnte jeder Gedanke der Person gelesen werden. Unser Verstand wäre dann tatsächlich wie ein offenes Buch. An einer Stelle machte Tesla... Einer fragt gerade Silo, woher hat er so ein Wissen? Digga, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht, kann ich dir nicht genau sagen. Aber ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die einfach geboren sind, auch mit einer gewissen Gabe und einem gewissen Zugang zu Informationen haben und gewisse Gedanken von Gott geschenkt kriegen, die was Positives bewegen können, weißt du? Zare Vorhersage von fliegenden Autos. Er sagte voraus, dass die Entwicklung der Flugmaschine, die des Automobils... Ich glaube, Gott schickt immer wieder Menschen und gibt Menschen Gedanken, um die Menschheit in eine positive Richtung zu lenken, weißt du? Und beobachtet dann, was Menschen mit diesen Menschen tun.
Ich glaube schon, dass es mit immer noch Leute gibt, die krasse Visionen haben, die krass irgendwie was bewegen könnten. Nur, dass die Gesellschaft halt diese Menschen voll schnell halt auch unten hält und nie so die Aufmerksamkeit bekommen, die sie einfach verdient haben, weil die dann oft als verrückt dargestellt werden, ausgenutzt werden und so. Aber ich glaube schon, dass Gott uns immer noch so Art Propheten sendet, die uns aufmerksam machen sollen auf die wichtigen und richtigen Dinge. Also. Betreffen wird und er erwartet, dass Mr. Ford einen wichtigen Beitrag zu diesem Fortschritt leisten wird. Tesla sagte weiter, dass das Problem des Parkens von Autos und der Einrichtung getrennter Straßen für den Geschäfts- und Freizeitverkehr gelöst werden wird. Er sagte, in unseren großen Städten werden Parkhäuser mit Gürteln entstehen und die Straßen werden sich aus purer Notwendigkeit vervielfachen oder schließlich überflüssig werden, wenn die Zivilisation die Räder gegen Flügel austauscht. 1882 zog. Da merkst du auch, was mit deinem Verstand alles möglich ist. So, alles, was du hier siehst, war vorher erst in deinen Gedanken. Und er hat schon in seinen Gedanken konstruiert und hat schon da Eventualitäten, ist schon da Eventualitäten durchgegangen und hat nur die Dinge gemacht und die Dinge umgesetzt, die in seinem Verstand funktioniert haben. Und deswegen haben auch alle Sachen, die er gedacht hat, funktioniert, wie er gesagt hat. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass es mit dieser freien Energie auch möglich wäre. Aber es gibt Gründe dafür, warum die Technologie zerstört wurde. So denke ich. Paris, um für die französische Abteilung der Elektrizitätsgesellschaft von Thomas Edison zu arbeiten. Er begann mit der Installation von Innenbeleuchtungen, aber als die Manager auf seine Fähigkeiten aufmerksam wurden, stellten sie ihn für anspruchsvollere Dienste ein, zum Beispiel für die Konstruktion und den Bau von Dynamos und Motoren. Bald reiste er durch ganz Europa, um Probleme in anderen Edison-Niederlassungen zu beheben. Teslas Manager bot ihm zwei Jahre später, 1884, eine Stelle bei den Edison Machine Works in New York City an. Er sagte zu, aber sein Geld wurde ihm auf der Überfahrt gestohlen, sodass er bei seiner Ankunft in Amerika nur 4 Cent in der Tasche hatte. Tesla hatte zunächst eine hohe Meinung von Edison. Auch Edison war von Tesla beeindruckt und sagte später, ich hatte schon viele fleißige Assistenten, aber du bist der Beste. Diese gegenseitige Bewunderung war jedoch nicht von Dauer. Die beiden Männer waren sich uneinig. Das war wegen Gleich- und Wechselstrom, ne? Haben sie sich gestritten, glaube ich. Die beste Art und Weise, Strom zu übertragen und zu speichern. Edison bevorzugte Gleichstrom, ein System, bei dem die elektrische Ladung nur in eine Richtung fließt. Tesla war mehr für Wechselstrom, bei dem die elektrische Ladung gelegentlich die Richtung wechselt. Wechselstrom kann Strom weiter übertragen und liefert mehr Leistung. Das erklärt, warum Gleichstrom kompaktere Geräte wie Taschenlampen antreibt, während Wechselstrom unsere Häuser und andere große Geräte versorgt. Da Edison jedoch alle Patente für Gleichstrom besaß, war ihm der Strom egal, weil er den Absatz von Gleichstrom hätte verringern können. Unabhängig davon, wie die Geschichte ausging, kündigte Tesla und gründete im folgenden Jahr 1885 sein eigenes Elektrounternehmen. Berichten zufolge sagte Edison zu ihm, du verstehst unseren amerikanischen Humor nicht. Seine Investoren waren jedoch nicht begeistert und beschlossen, sowohl das Unternehmen als auch alle Patente von Tesla zu erwerben. Das konnten sie tun, weil Tesla dem Unternehmen die Patente im Tausch gegen Aktien gegeben hatte, die nun wertlos waren. Um zu überleben, musste Tesla nach dem Verlust seines Unternehmens einen Job annehmen und für $2 pro Tag Gräben ausheben. Aber die Dinge sollten sich für ihn ändern. Im Jahr 1887 entwickelte Tesla einen mit Wechselstrom. Tesla war ein richtiger Hustler, Digi. Getriebenen Induktionsmotor. Der Motor war die effektivste Methode, um elektrische Energie in mechanische Kraft umzuwandeln. Die Tesla-Autos von Elon Musk, die seinen Namen tragen, werden von einer Variante dieses Motors angetrieben. George Westinghouse, ein bedeutender Akteur in der Elektroindustrie, wurde auf Teslas Wechselstrommotor aufmerksam, nachdem er ihn patentiert und im folgenden Jahr auf dem American Institute of Electrical Engineers vorgestellt hatte. Westinghouse erkannte, dass Teslas Wechselstrommotor genau das war, was er brauchte, um sein Wechselstromsystem fertigzustellen und mit Edisons Gleichstromsystem zu konkurrieren. Daraufhin zahlte Tesla Westinghouse $60.000 für die Lizenzierung der Wechselstrommotorpatente und erhielt dafür Aktien und Tantiemen. Westinghouse stellte ihn als Berater für $2.000 pro Monat ein, was in heutigen Dollar mehr als $50.000 pro Monat entspräche. Krass. Der Kampf der Ströme begann. Edison unternahm eine konzentrierte Aktion, um Tesla und Westinghouse zu verleumden. Er finanzierte heimlich den elektrischen Stuhl, um zu zeigen, wie gefährlich der Wechselstrom war. Um seine Argumente zu untermauern, quälte Edisons Firma auch öffentlich Tiere. Sie töteten 1903 Fühl ich nicht. Den Zirkuselefanten Topsy durch Stromschlag und drehten darüber einen Film mit dem Titel Electrocuting an Elephant.
Doch trotz Edisons Machenschaften hatten Westinghouse und Tesla Erfolg. Sie gaben ein niedrigeres Angebot als Edison und sein gerade gegründetes Unternehmen General Electric ab, um die Weltausstellung in Chicago 1893 zu beleuchten. Der 400. Jahrestag. Tesla ist past G. Tesla ist G allgemein. Der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus wurde auf der ersten rein elektrisch betriebenen Messe begangen. Die 27 Millionen Besucher sahen, dass der Wechselstrom der Weg in die Zukunft war. Sie setzten sich erneut gegen Edisons General Electric durch und bauten das erste Wechselstromkraftwerk an den Niagarafällen und setzten damit ihre Erfolgsserie fort. Das Wasserkraftwerk war ein großer Erfolg und trug dazu bei, dass Buffalo, New York, beleuchtet wurde. Der Bau des Kraftwerks markierte auch Teslas Einstieg in den Bereich der erneuerbaren Energie. Heute kann man seine Statue an den Niagarafällen sehen. Der Gleichstrom war im Begriff auszulaufen, weil Westinghouse und Tesla den Krieg der Ströme gewonnen hatte. Allerdings gab es Probleme. Das Unternehmen, das Westinghouse gehörte, hatte kein Geld mehr und machte schließlich 10 Millionen Dollar Schulden. Um das Unternehmen zu retten, wandte er sich 1897 an Tesla und fragte, ob seine Lizenzgebühren gesenkt werden könnten. Tesla zerriss seinen Vertrag, weil er von Mitleid mit seinem Freund bewegt war. Als guck mal so. Ansonsten an ihn glaubte, glaubte Westinghouse an ihn und dafür war er dankbar. Tesla verzichtete freiwillig auf 12 Millionen Dollar an Lizenzgebühren, die heute über 300 Millionen Dollar wert wären. Er wäre wahrscheinlich der reichste Mann der Welt und der erste mit einem Nettovermögen von 1 Milliarde Dollar geworden. Krass. Krass. Ich schwör's dir. Wenn er diese Tantiemen über längere Zeit behalten hätte. Tesla erhielt. Ihm ging's nicht nur um Geld. Das merkt man in seiner ganzen Geschichte so. Ihm ging's nicht nur um Geld. Seine große Liebe war seine Wissenschaft und die Erfindung und Dinge zu entwickeln, welche Menschen helfen können so. Das war seine große Liebe und das merkt man. Weißt du, und das ist eine Sache, wo ich sage, Riesenrespekt dafür. Weil die meisten halt anders waren, wie Edison zum Beispiel. Von Westinghouse 216.000 Dollar für die uneingeschränkte Nutzung seiner Wechselstrompatente. Das entspricht heute etwa 60 Millionen Dollar. Mit diesem Geld machte sich Tesla finanziell unabhängig und startete mehrere neue Projekte in New York, wo er Besuche von Reichen und Berühmten empfing, darunter Mark Twain, ein enger Freund und einer der größten amerikanischen Schriftsteller aller Zeiten. Dies war die Zeit seiner vielen Erfindungen. Die Tesla-Spule, ein Gerät, das große Mengen an Hochspannung erzeugen kann, gehört zu seinen bekanntesten Erfindungen. Er fand heraus, dass er starke Funksignale senden und empfangen konnte, wenn die Spulen auf der gleichen Frequenz schwangen. Als Tesla kurz davor war, sein erstes Radiosignal zu senden, ereignete sich eine Tragödie. Im Jahr 1895 zerstörte ein Feuer sein Labor. Er verlor Jahre der Forschung und Werkzeuge. Es dauerte 2 Jahre, bis Tesla das Radio zum Patent anmeldete. Nach dem Brand, der einen Wendepunkt markieren sollte, ging es mit seinem Leben bergab. Guglielmo Marconi, ein italienischer Geschäftsmann, arbeitete zur gleichen Zeit wie er in England am Radio. Patente gerippt und selber auf den Markt gebracht. Er versuchte in den USA ein Patent zu erhalten, wurde aber abgewiesen, weil seine Erfindung der von Tesla zu ähnlich war. Doch 1901 änderte sich alles, als Marconi 17 von Teslas Patente nutzte, um die erste transatlantische Funknachricht zu übermitteln und damit eine neue Ära einläutete. Daraufhin beschloss Edison, Marconi finanziell zu unterstützen. Edison wieder von Seite, um reinzudrücken, weißt du? Tesla hatte keine gegen Marconis Errungenschaften, aber das US-Patentamt änderte 1904 abrupt seine Meinung und erteilte Marconi ein Patent für die Entwicklung des Radios. Die solide finanzielle Unterstützung, die Marconi erhielt, könnte eine Erklärung dafür sein, warum diese Entscheidung getroffen wurde, auch wenn es dafür nie eine Erklärung gegeben hat. Nur aufgrund von Teslas Arbeit konnte Marconi 1911 den Nobelpreis für Physik gewinnen. Wütend reichte einfach einen Nobelpreis sogar gewonnen. Tesla hat keinen bekommen, ne? Gegen Marconi ein. Jahrelange Gerichtsverfahren führten zu einem Vergleich zu Teslas Gunsten, der erst nach seinem Tod geschlossen wurde. Der Rest von Teslas Karriere litt unter diesem Radiovorfall. So wollte Tesla die drahtlose Kommunikation Wirklichkeit werden lassen und baute den riesigen Wardenclyffe Tower in Long Island, New York, als drahtlosen Sendeturm. Er stellte sich eine Welt vor, in der wir drahtlos kommunizieren können. Viele seiner Erfindungen waren unmöglich zu konstruieren. Dazu gehörten die drahtlosen Geil, guck mal, so eine Leuchte. Viele seiner Erfindungen Bam. Waren unmöglich Zack. Zu konstruieren. Dazu gehörten die drahtlose Übertragung von Elektrizität, die Gedankenkamera und der Todesstrahl. Die Gedankenkamera und der Todesstrahl. Bro, eigentlich so geile Erfindungen, ne? Er wollte auch eine Erdbebenmaschine bauen, die künstliche Erdbeben erzeugen konnte.
Wissenschaftler hätten damit wichtige Mineralien im Erdinneren finden können. Einmal mehr war er seiner Zeit weit voraus. Die Geldgeber hatten jedoch nicht genug Vertrauen in sein Projekt. Stattdessen zogen sie sich zurück und setzten auf die Radioerfindung von Marconi. Das hatte zur Folge, dass Tesla bankrott ging. 1905 war er gezwungen, sein visionäres Projekt aufzugeben und verlor schließlich den Wardenclyffe Tower durch Zwangsvollstreckung. Teslas geistiger Zustand verschlechterte sich. Ab 1933 verbrachte er seine letzten 10 Jahre im Hotel New Yorker. Er war als Berater für die Westinghouse Corporation tätig, die auch für seine Unterkunft aufkam. Obwohl er mietfrei wohnte, verstarb er verschuldet. Trotz all der Anstrengungen, die... Überleg mal, so ein Mann, der so krass war und so viele Erfindungen hatte, starb einfach so arm. Sein ganzes Leben lang unternahm und trotz der Errungenschaften, die er erreichte, waren Teslas letzte Nachrichten an seine Mutter eher düster und traurig. Ein Teil seines Briefes aus dem Jahr 1892 lautet: Meine liebe Mutter, ich fühle mich traurig und trostlos, wenn ich an dich denke. Ich weiß nicht wie, aber ich spüre, dass es dir nicht gut geht. Ich wünschte, ich könnte jetzt bei dir sein, Mutter, um dir ein Glas Wasser zu bringen. All die Jahre, die ich in den Diensten der Menschheit verbracht habe, haben mir nichts als Beleidigungen und Demütigungen gebracht. Gänsehaut. Heute Morgen wachte ich früh auf, kurz vor der Morgendämmerung, weil ich etwas gehört hatte, das ich schon seit geraumer Zeit in meinen Träumen höre. Ich hörte eine Stimme, die einen wunderschönen Gesang, ein Klagelied oder sogar ein Gebet in maurischer Sprache sang. Als ich wieder zur Besinnung kam, merkte ich, dass diese Stimme von überall herkam und es war unmöglich zu bestimmen, ob sie aus dem Inneren kam. Ich habe Angst, meinen Verstand zu verlieren. Ich kann das Dr. Lionel nicht anvertrauen, weil ich ihm nicht mehr vertraue. Ich habe gehört, dass er vor 2 Wochen Mr. Edison besucht hat. In einem anderen Brief, den er nur wenige Tage nach dem Tod seiner Mutter schrieb, heißt es: Dieser Brief wird dich nie erreichen, Mutter. Familie ist alles, Freunde. Trust me. Ich weiß nicht, warum ich ihn an dich schreibe, wenn du ihn nicht lesen kannst. Ruhe in Frieden, Mutter, und vergib mir bitte, dass ich Wege gewählt habe, die mich von dir weggeführt haben. Ich kann nicht einmal bei deiner Beerdigung dabei sein. Ich habe das Telegramm gelesen, das mich über deinen Tod informiert hat, und verachte die Menschen, die vor 2 Jahren noch nicht bereit waren zu verstehen, dass Strom auch ohne Kabel übertragen werden kann. Jetzt haben sie es gesehen, aber sie werden es in den nächsten Jahrhunderten nicht nutzen, weil jemand mein Labor in der Innenstadt mit all meinen Formeln und Schriften darin niedergebrannt hat. Jemand hat es niedergebrannt, war nicht einfach nur ein Feuer. Sie verdächtigen Mr. Edison. Ich bin so gleichgültig geworden, dass ich mich selbst nicht mehr erkenne. Früher wäre ich vielleicht traurig gewesen, aber jetzt nicht mehr. Denn ich bin mir jetzt sicher, dass jemand meine Patente unter Kontrolle hält, dass meine Entdeckungen gar nicht meine ist und dass die Menschheit noch nicht bereit dafür war. Ich weiß, dass jemand alles überwacht und einen eigenen Plan hat und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich gleichgültig bin. Ein Zimmermädchen des Hotels New Yorker Spiritual Awakening hatte am 7. Januar 1943 das Zimmer 3327 und entdeckte die Leiche eines 86-jährigen Mannes, der dort die letzten 10 Rest in Peace, Bro. Auch an deine Mom. Jahre gelebt hatte. Tesla verstarb gebrochen und allein. Warme Milch und Cracker waren seine einzige Nahrung und er fütterte mit Hingabe Tauben im Freien. Einer der größten Erfinder der Geschichte verschwand in der Dunkelheit und verstarb ohne einen Penny in der Tasche. Man könnte meinen, Tesla starb mittellos. Aber guck mal, wie lange er weiterlebt, weißt du, wie ich meine, so? Wir reagieren jetzt gerade auf ihn. Sein Name ist auf einer der größten Unternehmen der Welt vertreten. Man redet über ihn immer noch und man wird auch die nächsten hunderte von Jahren immer noch über ihn reden, so. Du bleibst in unserem Herzen, Bro. Ich küsse dein Herz. Weil er manchmal großes Pech hatte. Der eigentliche Grund ist jedoch ein ganz anderer. Tesla war kein Kapitalist und das ist die wichtigste Erklärung. Tesla traf Entscheidungen, die Menschen mit mehr Geschäftssinn nicht getroffen hätten. Wie zum Beispiel den Verzicht auf seine Lizenzgebühren für den Wechselstrommotor. Geld war für ihn kein Thema. Ihm ging es um den Fortschritt der Menschheit durch die Wissenschaft. Tesla hat es geschafft, die Welt so zu verändern, wie er gehofft hatte. Die Menschen fangen an, mehr über den Mann zu erfahren, der als Inspiration für Elon Musks Unternehmen diente. Einen Mann, dessen Erfindungen den gesamten Planeten mit Energie versorgen werden. Ja, bei Elon bin ich mir auch nicht sicher, was ich von ihm halten soll, wenn ich ehrlich bin. Auch dank Musks Unternehmen. Tesla ist für die Art und Weise verantwortlich, wie die moderne Gesellschaft heute funktioniert. Teslas Mutter bezeichnete ihn zu Recht als Kind des Lichts. Krasse Doku, Bro. Feier ich. Was sagt ihr dazu, Chat?